Diese Nachricht sorgte kurz für Aufregung. Am frühen Donnerstagmorgen ist an der südlichen Mündung des Suezkanal ein Frachtschiff liegen geblieben. Hinter dem etwa 190 Meter langen Frachter, der unter der Flagge von Hongkong unterwegs war, mussten einige Schiffe warten. Der havarierte Frachter konnte nach Angaben der Kanalbehörde aber nach kurzer Zeit mit Hilfe von 3 Schleppern wieder befreit werden. Die Wasserstraße ist somit nicht blockiert wie vor 2 Jahren, als das Containerschiff Ever Given auf Grund gelaufen war. Das 400 Meter lange Frachtschiff hatte den Kanal damals 6 Tage lang blockiert. Die Durchfahrt hunderter Schiffe verzögerte sich. Internationale Lieferketten wurden empfindlich gestört. Der ägyptische Suezkanal ist einer der wichtigsten Transportwege für die Weltwirtschaft.